Sie sehen hier die Familienbibel der Manns, die ungefähr 300 Jahre alt ist. Sie ist in Leder eingebunden und hat an der Seite Spangen zum Verschließen. Genau diese Beschreibung findet sich auch schon in Thomas Manns Roman Dr. Faustus von 1947, in der der Vater der Hauptfigur Leverkühn gerne in einer solchen Bibel liest. Doch nicht nur die Bibel selbst ist Stoff für Geschichten, sondern sie transportiert auch eine eigene Geschichte von ihrer Herkunft. Aus einer Notiz, die sich in der Bibel befunden haben soll, lässt sich schließen, dass sie einst einer Prinzess von Braunschweig, Wolfenbüttel, gehörte, die den Sohn Peters des Großen heiratete, dann jedoch ihren eigenen Tod fingierte und ins Ausland abreiste, um dort einen Franzosen zu heiraten. Diese Geschichte kommt genauso auch in Thomas Manns Roman vor und die Hauptfigur amüsiert sich darüber. Sie können die Bibel zurzeit in unserer Ausstellung Buddenbrooks im Behnhaus finden. Kommen Sie gerne vorbei zu den Öffnungszeiten.